Alrighty dann, Freunde, und herzlich willkommen zu Clash of Clans, einem leider nicht ganz so erfreulichen Part, denn wir müssen hier wirklich mal ein bisschen was bereden. Dienstag ist der Stream bei mir ausgefallen, weil mein Auto in die Werkstatt musste. Das hat alles gedauert und auch ein bisschen gekostet, war stressig. Mir ging es dann einfach auch nach der Arbeit nicht ganz so gut. Dadurch, dass ich auch 6 Tage arbeiten bin die Woche, wird es schwierig, einen neuen Stream zu machen. Vielleicht kriege ich einen Stream am Sonntag hin. Schauen wir mal, den würde ich dann kurzfristig auf Facebook auf jeden Fall ankündigen, vielleicht auch auf YouTube. Aber dadurch war das der Clan natürlich nicht offen und mittlerweile sind wir nur noch 26 Leute im Clan. Und ich muss jetzt hier an der Stelle ein bisschen was sagen. Punkt 1. Ich werde, wenn ich dran denke, den Clan immer Sonntagnachmittag bis abends öffnen. Für die Leute, die sich da vielleicht auch bewerben wollen bei uns. Es wird ein paar Mindestvoraussetzungen geben, und zwar mindestens Rathaus 6. Und alles ab Rathaus 7 sollte halt auch kein Rusher unbedingt sein, also kein grober Rusher. Das heißt, wenn ihr Rathaus 7 seid, sollten eure Verteidigungsgebäude und die Mauern wenigstens Rathaus 6 entsprechen. Des Weiteren werde ich auch ein bisschen härter durchgreifen, was das Verhalten im Clan betrifft. Grundsätzlich haben wir zwei Probleme. Das eine ist natürlich Inaktivität. Das heißt, ich werde auch Leute dann kicken, die längere Zeit inaktiv aufgefallen sind, sich nicht entschuldigt haben. Und das zweite ist einfach auch das Verhalten im Clan War. Wir hatten jetzt zum Beispiel den letzten Clan War. Den haben wir 38 zu 39 verloren, auch von den Prozenten her sehr, sehr knapp. Es haben einige ziemlich gute Angriffe gemacht, aber wir hatten Kirito, der hat keinen einzigen seiner Angriffe gemacht. Soft Toilet Paper hat leider auch nur seinen ersten Angriff gemacht. Freak und Justin jeweils überhaupt keinen Angriff. Und das Geile ist noch, Freak sogar, der war einmal online, ist aber selbstständig aus dem Clan, mitten im Clan war rausgetreten. Das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Und wir sehen, dass zum Beispiel die 6, da wo ich meinen ersten Angriff hatte, 65% leider nur geschafft habe, 2 Sterne, hätte man hier noch die Prozente zumachen können, einer von den oberen. Und vor allen Dingen auch bei der 10 hätte man locker den Stern noch holen können und auch die Prozente. Panzerknacker theoretisch hätte hier auch besser angreifen können, aber das ist gar nicht so schlimm. Jedenfalls habe ich mich dazu entschieden, dann auch Justin und Kirito zu kicken. Bei Kirito, ja, der macht jetzt sein eigenes Ding wieder. Ich kenne ihn ja schon länger, das hatten wir auch, aber auch ihn werde ich nicht mehr in den Clan lassen. Justin und Freak werden auch nicht mehr in den Clan kommen. Sollten die sich bewerben und jemand anderes nimmt die an und ich sehe die hier, dann kicke ich die wieder sofort. Wir werden hier wirklich ein bisschen härter durchgreifen, weil so geht es einfach nicht. Hier gibt es echt Leute, die haben sich angestrengt im CW. Auch ich habe einen ziemlich guten zweiten Angriff gemacht, wie ich finde. Und dann verliert man so knapp, was einfach hätte nicht sein müssen. Und ja, deshalb also die groben Änderungen. Ich werde das auch nochmal in die Clan-Nachricht schreiben, also die Mindestvoraussetzung für den Clan. Und wie gesagt, Sonntag wird er offen sein, also von Mittag bis Nachmittag. Sobald ich aufstehe oder wach werde, werde ich ihn öffnen auf Einladung und dann halt abends irgendwann wieder schließen. Und wenn ich natürlich streame, dann wird er auch weiterhin offen sein. Ja, ne, das muss ich leider so sagen, es ärgert mich ein bisschen. Aber wir können uns ja mal einfach hier meine zwei Angriffe noch aus dem Clan war einfach mal angucken. Noch um ein bisschen Gameplay wenigstens reinzukriegen. Warte mal, wo sah man das hier, ne? So, die Base ist halt echt nicht so einfach für mich. Diese weitläufigen Bases mit meiner Taktik sind schwierig anzugreifen. Ich habe aber an sich einen entscheidenden Fehler gemacht, wie ich finde. Ja, guck mal nochmal kurz rein hier. Also ich greife halt mit Drachen und Loons an, blitzt die eine Luftabwehr weg, das passt alles soweit. Und dann ist halt eigentlich immer ganz entscheidend, wo droppt man jetzt hier die Truppen. Ich habe mich halt hier jetzt entschieden, den Drachen hier zu droppen. Das war eigentlich auch gar nicht so falsch. Habe dann halt gemerkt, okay, hier wird auch angegriffen und jetzt habe ich hier Drachen gesetzt und das ist jetzt ein bisschen das Problem. Ich hätte wahrscheinlich erstmal auf der Seite anfangen sollen, habe nicht ganz beachtet, wie sich die Drachen denn von der Laufrichtung verhalten und habe jetzt folgendes Problem. Habe hier Loons gesetzt, der Luftfeger,
Ich war der Meinung, der stand ein bisschen weiter nach rechts, um ganz ehrlich zu sein. Ich hatte aber leider keine Chance mehr nachzugucken. Das habe ich dann auch so gemerkt. Dachte, oh je, je, der steht ja schlecht. Aber der Luftfeger hat halt auch dazu geführt, dass die Drachen komplett nach rechts abgedriftet sind. Ich habe probiert, hier noch die Loon zu setzen, um das Ganze auszugleichen. Aber dadurch ist einfach zu lange, ja, die Luftabwehr hier am Leben geblieben. Und die Loons haben es halt nicht geschafft, die Luftabwehr hier zu zerstören, weil halt kein Drachen mehr da war, der getankt hat. Und dadurch, ja, der Wutzauber war nicht, auch nicht optimal gesetzt, die Luftabwehr hat überlebt, die Drachen haben das Rathaus wenigstens noch down gekriegt, aber deshalb sind halt nicht mehr als 2 Sterne, 65% draus geworden. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber ja, was willst du machen, der König konnte halt auch nicht viel helfen. Und dann haben wir die Nummer 8 noch angegriffen und hier hatte ich im Zug eigentlich Netzprobleme, da hatte ich richtig Schiss, dass das nicht klappt, aber hier das Ganze besser funktioniert. Der Angriff war auch, upsala, jetzt bin ich, wie bin ich denn hier? Lol, das wollte ich gar nicht, sorry. Ja, aber erstmal natürlich wieder die CB gelockt, der Giftzauber, der macht den Drachen nicht ganz kaputt. Währenddessen der Giftzauber arbeitet, sollte man auf jeden Fall die eine Luftabwehr wegblitzen. Der Luftfeger stand hier sehr weit zu meinen Gunsten. Jetzt habe ich darauf geachtet, hier den Drachen sehr weit außen zu setzen. Der andere Drache, ja, die kümmern sich hier. Und dadurch bin ich jetzt relativ mittig mit den Loons. Und das Ganze hat dann eigentlich ja auch ganz gut funktioniert. Habe hier relativ zeitig den Wutzauber getroppt. Und das war auch gut so, weil ohne den Wutzauber hätten wir die Luftabwehr nicht unbedingt down gekriegt. Zumindest nicht so schnell. Und dann wäre das Ganze vielleicht noch ein bisschen knapper geworden. Aber das war eigentlich ganz safe gemacht. Wenn das so aussieht, da weiß man, jawohl, läuft der König hier unten. Der läuft halt auch noch mit. Und ja, viele Loons noch übrig, die halt natürlich hier die Verteidigungsgebäude angreifen und so war das ein relatives Easygoing, der zweite Angriff, ja, und trotzdem haben wir leider nicht viel Kriegsbonus bekommen. Das ist halt ein bisschen ärgerlich und deshalb die Regeln ganz am Anfang. Ich wurde auch gefreestart von der Nummer 4, okay, das war ein Rauters 9er, das kann passieren. Ja, also, ich werde das Video auch, die neu joinen, werde ich denen auch sagen, dass es wichtig ist, da mal reinzugucken. Ganz wichtige Verhaltensregeln, damit das auch was wird. Wenn ich feststelle, das wird langfristig nicht besser und wir kriegen nicht so viele gute, zuverlässige, aktive Leute, dann werde ich den Community Clan halt auch dann wieder schließen müssen und mir halt dann einen anderen Clan suchen. Das möchte ich eigentlich nicht, deshalb hoffe ich, dass das ab sofort ein bisschen besser klappt. Das war es dann erstmal von mir. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, neues Clash Royale Video kam auch von mir, schaut einfach mal dort nochmal rein, da haben wir ein bisschen ein Deck erweitert und auch angegriffen und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, haut rein, macht euch tschüss und Servus, euer Basti.